Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben in der Folge so einiges vor, wie wir das in jeder Folge eigentlich haben. Denn wir möchten, oder ich möchte, unbedingt das Ding hier noch auf die Stufe 4 kriegen. Und wir können gleich mal gucken, ob der Rest hier schon wieder fertig ist. Ja, sieht gut aus. Cool. Jetzt haben wir Rübe, Samen und so einen ganzen Spaß. Wir packen das erstmal alles in die Kiste. Und dann machen wir uns als erstes ins Gebirge. Auf ins Gebirge, denn wir brauchen noch ein bisschen Silber. So, Nixe kommt hier noch mit rein. Ein bisschen Holz haben wir noch. Und dann ist das Inventar doch soweit schon wieder ganz gut aufgeräumt. Pfeile und so weiter. Na, wird ein bisschen knapp langsam. Aber ich denke, für einmal reicht's noch. Spitzhacke ist auch komplett repariert, sieht gut aus. Wir hauen uns hier nochmal ein bisschen Futter rein. Und auf geht's, oder? Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube eigentlich nicht. Ausgeruht haben wir auch. Sieht alles soweit gut aus. Ich hätte nochmal gucken können, wie viel Silber wir genau brauchen. Aber ich glaube, wir brauchen fast... Ich glaube, so wirklich viel Silber hatten wir nicht mehr, ne? Ein oder zwei? Und ich glaube, 15 haben wir gebraucht. Kann das sein? Ah, ich bin manchmal so vergesslich. Es tut mir schon fast leid. Ist aber eigentlich auch egal, wie viel wir brauchen, weil ganz ehrlich, diese Silberader hier haben wir gerade erstmal angekratzt. Das heißt, da ist noch genügend Puffer da. Oder einfach nur genügend Silber da. So, wir holen uns das mal, dann machen wir das Ding noch auf die Stufe 4, unseren schönen Beinschutz. Dann haben wir eine komplett hochgelevelte Rüstung. Also das Maximum, was für uns aktuell an Rüstung geht. Ich hatte gestern ein Video gemacht zum Update. Wer da Bock hat, ich verlinke es nochmal hier oben. Nee, hier oben. So. dort oben in der Infobox. Wer Bock hat, kann sich es nochmal reinziehen. Ist nochmal kurz und knapp zusammengefasst, was alles im Update war. Ich hatte letzte Folge schon ein bisschen was erwähnt. Aber alles war es natürlich nicht. Und auch im Video habe ich ein, zwei Sachen vergessen. Da war ein Kommentar drunter. Vielen Dank erstmal an der Stelle. Da war ein bisschen lang der Kommentar. Das ist dann immer blöd zum Einblenden. Aber ich danke dir trotzdem, vielen lieben Dank dafür. Was habe ich vergessen? Den Hot Tube, also den Wikinger Whirlpool, habe ich vergessen. Den habe ich tatsächlich vergessen, das hatte ich gelesen, dass es den gibt. Und den Vernichter gibt es jetzt noch, davon hatte ich tatsächlich noch nichts gelesen. Bin schon wieder komplett voll. Ja, ein Itemvernichter ist eigentlich eine coole Sache, weil auch mit den Trophäen und so dachte ich mir halt zwischendurch auch schon, Mensch, das wird langsam ganz schön viel. Wäre halt cool, wenn man die irgendwie vernichten könnte. Sonst muss man halt alles ins Meer werfen. Und das ist ja auch nicht so geil für die Umwelt hier. Aber jetzt gibt es noch einen Itemvernichter und ich glaube, ein, zwei Sachen waren es noch, was du geschrieben hattest. Aber so das Wichtigste und... Ja, ich sag einfach mal das Wichtigste und alles drum und dran. Ist im Video. Wer Bock hat, schaut mal rein. Und wer nicht, der halt nicht. Was ist denn hier? Da geht die Silberader doch noch weiter. So in der Höhle drin. Sieht irgendwie cool aus. Können wir da noch Sachen aufnehmen? Fast nicht mehr. Wir haben aber schon wieder 18 Stein. Wo kommt denn das jetzt her? Hier ist anscheinend mal ein Wolf gestorben. Durch uns noch. Entweder hatten wir den weggebasht und konnten es einfach nicht mehr einsammeln, weil wir voll waren. Oder hier hat ein Wolf gegen einen Steingolem oder so gekämpft. So, wie sieht's denn aus? 259. Also es geht schon sehr, sehr schnell mit dem Silber. Das muss man mal sagen. Und da geht's auch schon weiter. Ja, die Ader ist noch groß genug. Ich würde sagen, wir machen das Inventar mal noch voll. Die 8 Steine noch weg. Stück haben wir. Wir kriegen bestimmt noch ein, zwei eingesammelt. Wir hauen mal den Stein hier weg. Bam. So, 16 Stück. Damit müssten wir es auf jeden Fall geschafft haben. Ab nach Hause. Alles schnell in die Schmelzöfen geworfen. Und dann können wir unseren geliebten Wolfsbeinschutz endlich auf die Stufe 4 bringen. Dann fehlt uns effektiv nur noch ein Drachenei. Wir könnten das Gebirge schon abschließen. Ich würde aber sagen,
Wir hätten eigentlich 8-8 machen können. Na, jetzt machen wir 9-7, ist auch okay. Wie viel ist hier drin? Auch 20 Kohle. Sieht gut aus. Ja, ich würde sagen, bevor wir uns der Drachenmutti widmen, wenn wir dann das dritte Drachenei gefunden haben, würde ich ganz gern nochmal langsam anfangen mit Bauen. Dass wir uns hier ein schönes, großes Haupthaus hinbasteln. Was wir vor allem auch mal designtechnisch von innen auch ein bisschen schöner machen. Es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, wie man cool dekorieren kann. Ich meine, das ist halt alles sehr, sehr simpel gehalten hier. Das könnte man noch tausendmal schöner machen. Ich bin halt nicht so der Kreativste. Gerade was Inneneinrichtung angeht. Aber ich hole mir noch mal ein bisschen Inspiration, schaue mir ein paar Sachen an und dann würde ich sagen, dass wir uns dann in einer der nächsten Folgen mal damit beschäftigen. Zumindest schon mal den Grundriss und so weiter, das Fundament zu bauen. Und dann können wir ja immer so Stück für Stück machen, dass wir etwas bauen und dann mal wieder Gebirge erkunden und wieder bauen. Ich bin nicht so der Freund davon, das habt ihr ja schon gemerkt. Jetzt einfach 5 Folgen hintereinander ein Haus zu bauen, finde ich selber langweilig und ihr bestimmt auch. Deswegen versuche ich da immer schon ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Aber in letzter Zeit haben wir, was die Bauerei angeht, eigentlich fast gar nichts gemacht. Und das kann ja natürlich auch nicht so bleiben. So, wie sieht's denn aus? Wir haben tatsächlich noch ein Silber. Und wir brauchen für das Upgrade ganze 15, wa? Genau, 6-mal Wolfspelz, 3-mal Wolfszahn. 6-mal Wolfspelz, das haben wir aber auch alles, ne? Na, 7 Stück, gerade so. Und 3-mal Wolfszahn müssen wir aber auch locker haben. Das sieht gut aus. Und es nebelt schon wieder ohne Ende. So, die sind wieder aus. Ich glaube wirklich, wir brauchen jetzt einen richtigen Abzug. Kann das sein? Obwohl, ne, der brutzelt wieder. Muss es vielleicht einfach wegatmen. Und dann springt es wieder an. Ist eine gute Frage, ne? Woran das liegt. Oder ob das vielleicht jetzt einfach so ist, dass das nicht mehr so schnell gehen soll. Wo ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann. Die würden ja dann auch nicht nach jedem Dings ausgehen. Wir könnten mal probieren, das Dach wegzureißen, dass einfach nach oben hin Platz ist, dass sich der Rauch hier nicht so staut. Ob das dann besser wird. Können wir Holz einstecken? Natürlich nicht. Ich glaube, ich komme bestimmt auch von hier ran. Ah, tut mir gerade echt ein bisschen weh, das Dach zu zerstören. Na, guck mal, jetzt brennt das auf jeden Fall weiter. Na gut, ich glaube, das hat jetzt vorher schon angefangen weiter zu brutzeln, aber wir können es ja mal beobachten. Jetzt zieht es zumindest ab. Ich glaube, jetzt geht es auch nicht mehr aus. Kam anscheinend auch mit dem Update, dass der Abzug gegeben sein muss, ansonsten machen die nichts. Ja, ist ja auch an sich soweit in Ordnung. Nee, der ist aus. Jetzt ist er wieder an. Ach, Mann. Hier drüben haben wir halt auch nur eins weggenommen. Vielleicht nehmen wir mal das noch weg. Weil der brutzelt auf jeden Fall gerade komplett durch. Ich hoffe mal, dass es jetzt auch so weit hinhaut. Ist sogar symmetrisch. 3, 2, 3. Könnte man fast so lassen. Oder man baut einfach wirklich irgendwie noch so ein Stück nach oben. Hätte ich gerade sogar tatsächlich ein bisschen Bock drauf. Komm, wir gucken mal, ob wir das vielleicht hinkriegen. Ich dachte jetzt erstmal an so ein Ding hier. Erstmal das. Dann würde ich das wegreißen. Und so. Zieht es zumindest schon mal nach oben. Ja, wir bräuchten... Komm, wir gucken mal. Da bauen wir jetzt gleich mal wieder ein bisschen was. Warum auch nicht? Wir schnappen uns hier mal ein bisschen Holz. Ja gut, sehr viel war das nicht. So, nein. Aber es brennt zumindest, glaube ich, erstmal durch. Also es wird wahrscheinlich am Abzug liegen. So, jetzt lasst mich mal überlegen. Wenn wir uns jetzt so ein Ding hier nehmen, kommen wir dann auf dieselbe Höhe raus, wie hier drüben müsste eigentlich, ne? Nein. Ach, verdammt. Vor allem 18 Schaden. Auf jeden Fall nicht ohne. Ich glaube, es wäre schlauer, wenn wir uns so ein Ding nochmal hier reinbasteln. Ging doch mal. So hier. Können wir hier nämlich auch etwas besser stehen. Wir machen einfach mal noch diesen. So, du auch nochmal auf die Ecke.
Und dann eigentlich so ein Querbalken. Zack. Zack. Bleib bitte stehen, nicht runterfallen. So, jetzt müssen wir eigentlich nochmal hier drauf. Zack, zack, zack. Zack. Kriegen wir das ja auch noch verkleidet? Bräuchten wir dann eigentlich so ein Teil? Wir reißen das nochmal weg. Nee, falsch rum. Bin ich jetzt doof? Also ja, ich bin doof. Bitte nicht drauf antworten. Ich wollte das ja... eigentlich doch so. Das sieht irgendwie komisch aus. Ach so, weil das Ding muss weg. Ja, natürlich. Oder? Das Teil muss weg. Bitte jetzt nicht irgendwas komplett einreißen. So. Dann können wir hier nämlich auch wieder nochmal so einen Balken ranbauen. Jetzt passt es. Entschuldigung. Logisches Denken und Vorstellungsvermögen. War noch nie so meins. Genauso wie Kreativität und sich Sachen merken, Portalnamen, ist alles nicht meins. Ihr merkt, das ist voll und ganz mein Spiel hier. So, dann brauchen wir nochmal so ein Ding. Jetzt nimm mal das Holzstück weg, sonst kann ich mir das gar nicht richtig angucken. Snap ein. Jawohl, jetzt haben wir's. Den Balken hier vorne hatten wir noch gelassen, das haut hin. Dann könnten wir der Vollständigkeit halber eigentlich hier nochmal so einen Längsbalken legen, obwohl da liegt schon einer. Aber ich fände es irgendwie schön, wenn hier nochmal eine richtige Umrandung dran ist, aber der snappt leider nirgendwo ein. Wir gucken es uns mal kurz an von unten. Ja, es ist jetzt nicht hübsch, ne? Aber es erfüllt seinen Zweck. Es ist zumindest nicht einfach nur irgendein Loch im Dings. Könnte halt überlegen, ob man es noch komplett bis nach unten vervollständigt. Brauchen wir nochmal so ein halbes Ding. Na, dann hätte man es komplett... Nee, dann müsste es länger gehen. Obwohl. Können wir probieren das einfach mal aus. Wir haben doch Zeit. Jetzt überlegt, dass man das einfach... Ah, der ist jetzt... Ist kein richtiger Abstand hier, ne? Ragt das dann... Das jetzt hier ransetze, ragt das dann im Haus drin rein? Wir gucken mal schnell. So, hier hinten ist das Ding. Ich sehe zumindest erstmal nichts. So, und dann so ein Teil einfach nochmal da oben drauf. Warte mal, wie weit haben wir jetzt schon? Ne, jetzt brauchen wir eigentlich wieder so ein Schrägdings, ne? Finde ich gar nicht so schlecht, wenn die Ecke da rausguckt. Ist halt eigentlich bloß wie so eine Trennwand, aber ich wollte, dass es so ein bisschen mehr, also, ja, einfach etwas abgeschirmter aussieht als vorher. Zack, zack. Ah, das haut wieder nicht so ganz hin. Und so. Liegt denn da oben jetzt noch das Holzstück? Gib es mir. Jetzt. Es steht nicht perfekt mittig, das Ding. Das müssen wir nochmal umrücken. Ja, aber ich finde es gar nicht so verkehrt. Mal gucken, hier die Front sieht noch ein bisschen doof aus, ob man da noch was Schöneres draus macht. Vielleicht können wir auch Rundholzbalken reinlegen. Wenn wir die so für quer... Oh ne, ja, die gibt es ja jetzt auch in schräg, genau. Guck mal, wenn wir die so übereinander stapeln, sieht das bestimmt noch mal ein bisschen hübscher aus. Also haben wir zumindest nicht einfach ein kaputtes Dach. Finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Muss später mal noch hübscher gemacht werden. Ein Silber bleibt liegen, 15 Stück haben wir, jetzt brauchen wir bloß noch... 6-mal das Pelz und 3 Zähne. 6-mal Pelz. Wo sind die Zähne? Die sind hier. 3-mal bitte.
So, und dann müssen wir es doch schon machen können. Upgrade, da haben wir... Oh, doch. Doch, wir können den Drachenhelm. Stimmt, wir können den ja upgraden. 5 Silber. Wolfsbeinschutz, dann haben wir es ja doch noch nicht komplett. Entschuldigt, ich habe irgendwie gerade wieder ein bisschen geschlafen. Ich hatte es ja letzte Folge schon gesagt, dass wir den ja upgraden können. Da brauchen wir noch ein bisschen Silber, aber das finden wir in den nächsten Folgen. Wahrscheinlich auch schon in der Folge. Auf jeden Fall noch reichlich. So, wie sieht's denn aus? 1 Minute 23 ausgeruht. Wir könnten uns noch mal kurz ans Feuer hauen. Ja, ich würde das hier drüben so lassen. Vielleicht noch die Rundholzbalken oben dran. Spitzhacke ist komplett voll, hatten wir vorhin repariert. Essenstechnisch sieht's auch noch einigermaßen gut aus. Die Würstchen müssen wir gleich noch mal nachlegen. Es gibt ja jetzt auch diese Bug-Parries, die man findet, die man sich reinfressen kann und man muss davon brechen. Ich hatte es in der letzten Folge, glaube ich, nicht erwähnt, aber in meinem kurzen Update-Video. Da muss der Charakter von brechen und man kann sozusagen Lebensmittel wieder aus dem Magen rauskriegen damit, wie das halt so ist beim Kotzen. Ist natürlich ziemlich cool. Einerseits verlieren die ja halt schon ein bisschen ihre Werte, bevor die überhaupt anfangen zu blinken. Das heißt, man kann noch nichts nachlegen, aber die werden schon schwächer. Damit ist das richtig cool. Oder auch generell, wenn man vielleicht gerade was gegessen hat und man sieht auf einmal irgendeinen anderen Gegner, wo man sagt, nee, da brauche ich jetzt was Stärkeres. Finde ich auch cool, dass die Möglichkeit jetzt gegeben ist. Spitzhacken bald auf 60. Bin mal gespannt, ob nach der Eisenspitzhacke noch was kommt. Ob es da noch eine verbesserte Form gibt von. Wäre nämlich cool, wenn wir vielleicht doch einfach überall noch einen Schlag weniger brauchen würden. So, geht die Ader hier drüben noch weiter? Ja, die geht noch weiter. Das heißt, 5 Silber, wir haben schon wieder 2. 5 Silber brauchen wir noch, um den Helm auf Stufe 2 zu kriegen. Dann wird er wahrscheinlich 10 und dann 15 kosten oder gleich 15 und dann 20. Oder 10 und 20, irgendwas davon wird sein. Und schon wieder 7 Stück zusammen. Das läuft doch. Wir machen jetzt noch so viel wie geht, bis die Folge zu Ende ist. Dann reißen wir noch ganz schnell zurück. Hauen das schon mal in den Ofen, dass wir dann nächste Folge direkt damit starten können, den Helm auf die Stufe 2 zu kriegen. Und dann mal gucken, ob wir vielleicht morgen schon in der nächsten Folge anfangen, ein bisschen zu bauen. Eigentlich hätte ich Bock drauf. So, wir brauchen Würstchen. Das sind jetzt so komische, unrunde Werte geworden. Früher war das ja eigentlich meistens, also entweder 15, 15 oder halt 20, 30, 40. Jetzt hat man hier 18 Ausdauer. So. War das früher schon so, dass das unterschiedlich leuchtet? Ah, das, okay, nee, ich dachte jetzt, Silbererz macht vielleicht eine andere Farbe als Stein, dass man es besser unterscheiden kann. Aber ist nicht der Fall. Und es ist übrigens ein Gelb. Ich muss einfach mal meinen Monitor einstellen. Hier auf meinem Gaming-Rechner sieht das halt echt grün aus. Und bei meinem Update-Video, was ich gestern hochgeladen habe, habe ich es auf dem MacBook ja, zusammengeschnitten, gerendert und so. Und da war es halt wirklich direkt gelb. Also ja, falls ihr euch irgendwie gewundert habt und dachtet, ist der Typ denn farbenblind? Das ist doch voll gelb. Es liegt an meinem Monitor. So, ist die Silberader jetzt hier finito? Ich glaube ja. Also zumindest auf der Seite. Hier drüben geht es natürlich noch weiter, aber die ist ganz schön tief gelegen. Da müssen wir bald nochmal etwas tiefer graben. 12 Stück haben wir schon wieder zusammen. Dann lasst uns die jetzt noch schnell in den Ofen hauen. Ach, ich finde das immer cool, wenn es da noch so ein bisschen schneit. Gerade nachts mit den Sternen noch. Sieht irgendwie immer mega cool aus. So, ach so, jetzt habe ich mir... Ne, wir kommen trotzdem noch ran. Ich dachte schon, jetzt habe ich mir das verbaut.
So, da haben wir mal 7 rein. Hier kommen dann 5. War wieder perfekt aufgeteilt von mir. Hier noch ein bisschen Kohle drin. Nö. Dann müssen wir jetzt mal hoffen, dass noch was in der Kiste ist, weil die Kohlenmeiler habe ich letzte Folge auf jeden Fall nicht mehr Ach, verdammt. Nee, na gut, dann starten wir nächste Folge damit, dass wir noch mal ein bisschen Kohle dort reinhauen. Und dann mal gucken. Vielleicht fangen wir schon an mit Bauen. Überlege ich mir heute Nacht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht's gut.